willkommen zu unserer Serie Kaffeetratsch. Heute zu Gast wieder Hubert Scheer. Wir kennen uns ja, du warst ja schon öfter da. Und die Motivationstrainerin Gabi Bollands. Schönen guten Tag. Hallo. Das Thema der heutigen Sendung ist dein neues Buch. Gabi hat es Korrektur gelesen auch. Erzähl uns ein bisschen vom alten Buch, vom ersten Teil sozusagen. Und was erwartet uns jetzt im zweiten Teil? Ja, hallo einmal. Auch. Ja, da wir uns ja schon öfters da gesehen haben bei dir und auch ein Buch 1 kurz besprochen haben und so, und ich das zeigen durfte. So schaut es aus. 2012 veröffentlicht. Die Geschichte war nicht eine Geschichte, ist es eigentlich nicht. Es ist eine Gewissheitsniederschrift aus meiner Gewissheit heraus. Zusammen, ganz kurz gefasst, mit 12 Jahren vom Baum runtergefallen. Was ist dann passiert? Und dann bist du mal unten drin. Ich möchte nur kurz noch was sagen, ich bin keine Motivationstrainerin. Emotionstrainerin ist ein großer Unterschied. Ja, dann bist du unten gelegen, ne? Genau. So ist es. Und wenn man so sagt, dann bin ich unten gelegen, dann habe ich mich ja für irgendwo gesehen. Das heißt, ich habe den Körper verlassen. So. Dann ins Krankenhaus, bla bla bla, immer den Abstand gehabt zu den ganzen materiellen Dingen, auch zum Körper, also keine Schmerzen und gar nichts, wunderbarer Zustand. So. In diesem Moment, wo es weder Emotion gibt, noch Gedanken, noch Gefühle, noch Angst, genau, hatte ich die Idee, warum habe ich eine bestimmte Fähigkeit? Das habe ich auch in deinem, sie hat auch bereits so ein Interview mit mir gemacht. Da ist das eigentlich drinnen sehr gut beschrieben. Vielleicht kann man das da irgendwie sagen, wo man das finden kann. Auf meinem YouTube-Kanal kann man das finden. Gabriele Pollands heißt der Kanal. Genau. Unter meinem Namen zu finden. Genau. Werden wir finden? Kurze Zusammenfassung vom Buch, wo du hast ja damals Sachen gesehen, genau, die später eingetreten sind. Genau, und um das wollte ich eigentlich sagen, eine kleine Vorgeschichte muss dabei sein, denke ich mir, damit man weiß, dass ich das nicht irgendwo aus einem Bücher oder irgendwo heraus habe und das niedergeschrieben habe, sondern dass dieser Zustand, wo ich war, ich auch die Möglichkeit für mich gewiss hatte, in die Zukunft zu schauen, was auf die Menschheit zukommt, diesen Moment, auch in die Vergangenheit habe ich schauen können. So. Und da habe ich eben gesehen, was auf die Menschheitswesen gedacht ist, auf uns zukommen zu sollen. Ist das richtig jetzt gesagt? Passt. Danke. Das sieht man nämlich in meinem Teil 2 meines Buches Korrekturlesen in Bezug auf Grammatik und Rechtschreibung. Ausdrucksweise. Und Ausdruck. Genau. Ohne Innennennen und Boden. Also es ist nicht gegendert. Nein. Tue ich auch nicht. Egal. So, dann habe ich eben gesehen, wo die Menschheit hingebracht werden soll. Ich habe gesehen bis ins Jahr 3000, dann habe ich auch diese Erkenntnis gehabt, dass das Ganze eine Mühle ist. Das ganze Universum ist eine Mühle. Und diese Mühle besteht nur deswegen, weil es Übereinstimmungen gibt, dass etwas so ist oder nicht ist oder so sein soll. So, dann habe ich eben gesehen, dass eine gewisse Agenda schon seit 1000 Jahren oder länger noch, habe ich so geschrieben, klar? Am Werke ist, ja. Genau, am Werken ist, die was die Menschheitswesen in den Zustand des Robotismus bringen möchten oder wollen. Das haben sie etabliert seit tausenden von Jahren. Und die haben wir alle da drinnen sitzen, heute, in Politik, Gesundheitswesen, überall, Wirtschaft, überall haben sie sich rein etabliert. Darum könnten sie jetzt diese Agenda versuchen durchzuziehen. Bis
dorthin, wo die Menschheit runter reduziert ist. Wir haben das auch schon besprochen gehabt. Und das habe ich eben dann im Buch 1 unter dem Kapitel Zukunft niedergeschrieben. Und diese Punkte, was ich damals gesehen habe, unter anderem Abschaffung von und dieses und jenes, habe ich da festgehalten. Wie gesagt, 2012 heraus. Und das ist das zum Teil 1. Jetzt, 12 Jahre später, arbeitest du am Teil 2 vom Buch. Um was geht es da? Ich habe eben damals gesehen auch, und das steht auch in meinem Buch, dass es nicht so weit kommen muss, wo sie uns hinbringen wollen. Dass es nicht fixiert sein muss. Dann habe ich eben gesehen, dass es auch etwas gibt, etwas Hüllenloses. Es ist oft sehr schwierig, etwas zu beschreiben oder so, wenn es nicht so die Wörter gibt dafür. Dann habe ich eben gesehen, dass es etwas Hüllenloses ist, was aber ein Potenzial hat, um Dinge zu verändern in dieser Übereinstimmungsmühle. Dass diese Übereinstimmungen auch aufgelöst werden können, dass es nicht so weit kommen muss. Und da habe ich eben nachher gesehen, dass das kommen wird, diese Abzweigung. Wie kommt diese Abzweigung oder wie macht sie das sichtbar? Du wirst es uns gleich sagen. Genau. Möchtest du was sagen diesbezüglich? Ich wollte dich nachher fragen, aber frage gleich, wie ist das Korrekturlesen von seinem Buch? Ist das anstrengend? Geht das eh ganz locker? Pass auf, was zu und wie ist das? Ich bin jetzt in einer Zwickmühle, geraten jetzt. Naja, zum Ersten sind wir uns ja über das Thema sehr einig. Zumal ich seit meiner Kindheit das eigentlich auch schon gesehen habe, dass da was nicht stimmt. Ja. Und ja, da sind wir uns sehr einig und vom Korrekturlesen her, ja, es sind ja immer nur ein paar Seiten, also Kapitel, das ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt das ganze Buch ich durchgehend lese, sondern die Kapitel, die mir der Hubert immer du schickst und ja, ein bisschen Grammatik halt, nicht? Und so wie eben im Kopf das also momentan reinkommt durch den Kanal, so wird es halt geschrieben, so schreibt er und das darf ich dann ein bisschen in Szene setzen. Ja. Er schreibt so, wie er redet. Und genau, wie es immer reinkommt, genau in der Form. Ja, ja. Abgesehen jetzt von Rechtschreibfehler, gut, die passieren. Ne? Ich schreibe selber an meinem Buch und das passiert, dass ja, Tippen, ne? Das muss. Aber das Ganze, ja, ein bisschen kann immer in die Form zu bringen. Ja. Aber nicht, am Inhalt wird nichts verändert. Ne? Also sie genau. Bringt es immer sehr, weil wenn du mir das noch zugeschickst, wie gesagt, sicher noch was sich da verändert hat, nicht verändert, sondern punktiert hat, wo es noch besser ausgedrückt wird, um es besser zu verstehen. Dafür danke ich dir. Gerne. Das heißt, du bist gerne. Völlig zufrieden. Ja, mehr als mit ihren Verbesserungen. Mehr als das. Wie geht es weiter im Buch? Ja, weiter geht eben der Punkt der, dass ich jetzt, also wie gesagt, seit 2012 ist das Buch heraus und man kann das nachlesen eben in den Zukunft, wo das drinnen steht, auch, dass sich das offenbart wird, dieses sogenannte nicht greifbare, aber es mit beiträgt, damit diese Abzweigung vonstatten geht. Was bedeutet das, diese Abzweigung? Haben schon einige gefragt, die was das Buch gelesen haben. Wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Okay, bitte. Ja, was bedeutet die Abzweigung? Das bedeutet, dass dieser Plan, ich sage jetzt diese dunkle Gruppe, weil es ist nicht sehr erfreulich, was die mit uns vorhaben, ja, dass diese dunkle Gruppe diesen Plan so etabliert haben, dass es dorthin gebracht werden wird. Und dieser Plan besteht aus Fakten, 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 die was sie auch niedergeschrieben haben und in ihrem Programm getätigt haben. Und der Übergang besteht aus Folgendem. Nur kurz noch eingefügt. Vor ungefähr 80, 90 Jahren, aus meiner Gewissheit heraus oder aus meiner Sicht heraus, hat sich eine Gutgruppe zusammengetan, die gesagt haben, also Menschenwesen, nicht die Roboter, Menschenwesen, also Roboter, du weißt. Die Programmierten. Danke.
Was du ab und zu so im Nachhinein nochmal erzählen und nochmal erzählen, ist ein bisschen was anderes, als wenn du das erste Mal machst. Sehr wurscht. So. Dass sie diese Gutgruppe zusammengetan haben und gesagt haben, so weit lassen wir das nicht kommen. Was haben sie da gemacht? Sie haben auch einen Plan ausgearbeitet. Und dieser Plan ist eigentlich für die Daten sehr gut für mich zu kommunizieren. Das Erste, was sie getan haben, sie haben diese Schlechtgruppe total unterwandert. Total unterwandert und haben alles dokumentiert. Wirklich dokumentiert, schriftlich, fotomäßig. Diese ganzen Verbrechen von ihren Planen, weil alles, was die vorhaben, ist gegenüber des Menschenwesens ein Verbrechen. Weil diese Idee ist, diese fertig zu machen und zum Roboter zu machen oder roboterhaft zu machen. Das ist ja nichts Gutes, oder? Und es gibt noch Hoffnung für die Menschheit. Mehr als das. Mehr als das. Weil Hoffnung ist ein Zustand aus meiner Sicht, wo man mittendrin ist, aber die Sache noch nicht ist. Das ist gut. Das ist gut. Und schau, der zweite Schritt, was sie dann gebraucht haben, wie sie alle diese Fakten gehabt haben, haben sie diese Fakten, alle diese Dokumente, rehe ich jetzt nicht schon zu? Nein, das passt schon. Ja, okay. Wir wollen es ja wissen, deswegen also, okay. Habe ich dich ja gefragt, sag es auch. Okay, ich bin ja gleich fertig. So, und diese Fakten haben sie alle hinterlegt, in einem Depot, zugesperrt. So. Der zweite Schritt von ihrem Plan, von dieser Gutgruppe ist, dass sich die Menschenwesen, also diejenigen wie du, die was gesagt haben, da stimmt da was nicht. Sobald jemand die Idee hat, da stimmt was nicht, dann kriegt er eine Distanz und kann hinterfragen. Solange er diese Idee nicht hat, da stimmt was nicht, wird er immer da drinnen hängen. Das ist meine Gewissheit. So. Jetzt haben sie als zweiten Schritt gebraucht, dass sich diejenigen, die was diese Idee haben, da stimmt was nicht, so wie du schon gesagt hast, schon von klein auf hast du gesagt, da stimmt da was nicht. Und viele andere auch. Mittlerweile haben uns so viele getroffen, oder? Die was diese Distanz haben, da stimmt was nicht. Und das hatten sie 20% der Menschheit gebraucht, dass die sie wiederfinden. Drum hat das begonnen mit den Demonstrationen, damals mit der Corona. Corona war ja 2020 so geplant, das ist ja eh alles dokumentiert. Falls sich da irgendjemand interessiert, was ich da jetzt erzähle oder so. Wie war es geplant? Wie war es geplant? Geplant? Der Schlusseffekt, dass die Menschheit alle reduziert wird. Das ist das Endergebnis von dem, wie sie es machen oder so. Habe ich damals nicht so genau gesehen, aber wie ich gesehen habe, 2020 mit dieser höllischen Pandemie, alle werden sterben und alle in Angst. Ja, wobei ich sagen muss, sorry, dass das ganze Corona-Marketing auch massiv zum Aufwachprogramm beigetragen hat. Weil da hat es begonnen. Also für mich war das so klar, wie das erste Mal das Corona aufkam, jetzt beginnt's. Im Positiven meine ich jetzt, genau. Im Positiven. Weil da wurden viele Programmierte, die sagen, es stimmt was nicht, also immer nur Fremdstimmen, gehört haben, fremdbestimmt, waren, da stimmt aber jetzt wirklich was. Jetzt muss ich mal mehr hinterfragen. Da hat es eigentlich das Aufwachprogramm richtig begonnen. Wir waren die Vorreiter, die es schon länger gewusst haben, die auch schon aufgeklärt haben im Hintergrund. Aber wir konnten ja nicht so viele erreichen. Das Gegenteil war der Fall. Wir wurden belächelt, ausgelacht. Ja, das ist nichts normal, ne? Nichts normal. Und dann hat so richtig die Kugel hat ins Rollen begonnen. Das war der erste Dominostein. So, das ist so mein Bild die, gewesen. Die Pandemie war eigentlich der Startschuss genau. Für die Leute zum Aufwachen, ja. Vielleicht zum selber Nachdenken ja. Einmal. Kann man das so nachdenken, sagen? Ja. Wahrnehmen, ja. Genau. Entschuldigung. Ja, alles gut. Und was auch wichtig war mit diesem Schritt 2 des Programms der Gutgruppe war, dass wir uns von uns aus wieder treffen, uns zusammenschließen. Drum ist aus meiner Sicht jetzt auch im Nachhinein betrachtet, diese ganzen Demos gegen die Corona-Maßnahmen, wir haben ja da schon ein Interview gemacht und so wie das sicher, die war da immer mit ja, drin, ja. Burschen, dass die sich wiederfinden und 20% der Menschheitswesen wieder treffen weltweit. Das war der zweite Schritt, weil die Gutgruppe braucht uns oder dich oder die was gesagt haben, da stimmt was nicht. Sie hätten drüber fallen können mit ihren Fakten, was sie gehabt haben, aber das wäre nicht der Sache des Aufwachprozesses dienlich gewesen, oder? Ja, und zumal waren ja ganz viele
alleine, ja, rund um sie war alles yes, 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 ne? Wir laufen da mit, wir gehen, holen uns die Suppe und so weiter und viele waren da ganz alleine. Ich habe viele Menschen in meinem Netzwerk gesagt, ich bin da ganz allein. Ja, komm, und da war es schon wichtig, dass sich die Menschen connecten, bei Demos, auch in Social Media, in verschiedensten Gruppen und so weiter. Also das war schon, damit sie stark bleiben, ne? Sonst ersaufst in den ganzen Dümpel. Genau. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Du bist Emotionstrainerin. Mhm. Trainierst du ihn auch oder hat er schon genug Emotionen? Das bemerkt er nicht, das mache ich subtil. Ja. Subtil, aha. Ja, und ich zurück. Und ich zurück, ja. Von dem weiß ja auch nichts. Was können wir aus deinem Buch lernen? Aus dem Teil 2 oder Teil 1? Aus dem Teil 2. Aus Teil 2? ganz einfach. Wenn jemand sich dafür interessiert, natürlich. Wenn er sich nicht interessiert, bringt es eh nichts. Aber lernen ist auch so ein Wort. Ich würde eher sagen, erkennen oder bestätigt werden. Egal, wie man es nennt. Okay. Was kann ich aus deinem Buch mitnehmen? Sozusagen für mich. Genau, der Teil 2 des Buches, wie gesagt, ist diese Abzweigung und findet jetzt im Moment statt, weltweit. Und das bedeutet, es wird alle diese Verbrechen, werden alle gezeigt, was sie wirklich im realen Universum vorhatten zu tun, damit sie uns dorthin bringen können. So, in diesem Buch, Teil 2, wird noch mehr beschrieben, Hintergründe, aber in erster Linie ist es eine Dokumentation des Überganges, was wir hier mittendrin sagen. Darum wird das Buch wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, weil das Jahr 2024 wird ein sehr großer, aus meiner Gewissheit, sehr großer Schritt werden in Bezug auf das Zeigens, was sie mit uns vorhatten. Das sind nicht gute Dinge, was sie vorhatten, aber es muss gezeigt werden, damit noch mehr Leute draufkommen oder aus dem Zustand von in der Mühle sein, rauskommen, da stimmt was nicht. Jetzt bin ich interessiert, damit zu wissen. Und lernen, das vielleicht, dass man sagt, alles, was jetzt daherkommt, brauche ich gar Angst haben, weil es wird nicht so weit kommen, wo sie es im Endeffekt jeden einzelnen Schritt fertig haben wollen. Der Atomkrieg oder was der Teufel irgendwas oder dieses oder die, wird nicht bis zu dem Punkt kommen, weil die Gutgruppe bereits so gut etabliert ist, dass sie das nur bis zu einem gewissen Punkt sie ablaufen lassen, damit die Leute draufkommen. Aha. Aber keine Angst. Und das Beste, was jeder von uns machen kann, ist, aus dem Zustand der Angst oder der Ungewissheit herauszugehen. Ich finde, das war jetzt ein super schönes Schlusswort. Wolltest du noch was sagen? Ja, schon. Also, es geht ja um die Masse. Jetzt geht es um die Masse. Eigentlich geht es immer schon um die Masse. Ne? Und die 20%, die jetzt aufgewacht oder erwacht sind, das geht. Darum die anderen noch aufzuwecken oder aufwachen lassen, sagen wir mal so, ist ja in Wahrheit nichts mehr zu tun, das ist ja fast der Selbstläufer jetzt geworden. Und das ist so, wie Dornröschen nach 100 Jahren Schlaf aufwacht und sagt, da stimmt was nicht jetzt hier. Aber wie geht es damit um, weil die Menschen dann jetzt wirklich in die Angst kommen, dem Material zu verlieren, das ist sowieso eins der Schlimmsten, ne? Und diese Ängste, und da gibt es jetzt natürlich ganz viele Bewegungen von allen Seiten, ins Positive, ins Negative, die am Ersaufen ist, wollen noch mitziehen, runter, und da klar zu stehen und stark zu sein. Diese Prozesse, für mich ist das ein Aufwachen, wie die Metamorphose, die Raupe, ne? In der Metamorphose aufwachen, erwachen, bewusst werden. Und umso mehr man darauf steigt, umso stabiler bist du dann. Und das ist, glaube ich, der Prozess, der da jetzt am Laufen ist. Ne? Und das Schöne aus meiner Gewissheit raus, im heutigen, jetzt, was haben wir heute für Datum? Hey, 24. Jänner 2024. Danke dir. Und da ist für mich schon gewiss, dass bereits es sich zu 50% der Menschheitswesen da drinnen so sind, die sagen, Moment, jetzt, ja. Papa. Und das ist schon der Kipppunkt. Wir sind schon drinnen im Kipppunkt. Das reicht. Ja. Ist es nicht schön? Ne? Wow. Ja, ist es nicht schön? Erst? Passt. Dann mit dem Klatscher hast du das Ende eingeklatscht. Ach so, ich denke, jetzt haben wir einen Stand. Ich sage danke für den Besuch an beide natürlich. Und wir werden berichten, wann dein Buch fertig ist.
drüber. Gerne.